Weiter geht's mit Baldur's Gate 3. In der letzten Folge wurde eine ganz schöne Bombe gezündet. Zum Glück erstmal nur als Metapher, aber der hat ja auch eine Bombe in der Brust. Wir haben einiges über den Gale erfahren. Und wir wollen noch mehr wissen. Tja, die Kugel. Fragen wir erstmal nach der Kugel. Ah. Well, that's a rather long and complicated story. And what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Nicht schlecht. Ich glaube euch ein einziges Wort. Ich sag mal, wir hatten gerade noch einen anderen hier, der es noch ein bisschen glaubwürdiger macht alles. Oh yes. We enjoyed each other's company. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Kam wohl nicht so gut an. Und was hat er genau probiert? I tried to convince her. I pouted. I pleaded, swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ich möchte die ganze Geschichte hören. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite, and his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book, a Netherese tome, in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Oh. Blumen und Schokolade habt ihr also ausgeschlossen. Mein großer Plan war, vergleichbar damit, ein Glas Wasser ins Meer zu schütten. Genial. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass das kein schlechtes Geschenk wäre in dem Sinne. Also, was war die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn er das macht? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver
as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Okay. Wie kommt es, dass er noch lebt mit so einer Sache in sich? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Ja, sag's ruhig. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Fortunately, this need no longer be a concern. Not until I meet the heart of the Absolute, whatever that is. Also, immerhin ist ja keine magischen Items mehr von uns, aber... Puh. Also, der Gale, den mag ich schon ein bisschen lieber als am Anfang. So ein bisschen so ein Großmaul, aber eigentlich ist er netter. Und vielleicht finden wir einen anderen Weg, wo er sich nicht in die Luft sprengen muss. Das wäre ja was. What's on your mind? Ja, wir können das auch noch ein bisschen ansprechen. Warum kümmert sich eigentlich Elminster nicht ein bisschen darum, oder Mystra, dass die ein bisschen, das scheint außerhalb der Macht fast zu liegen, aber vielleicht weiß er da was. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. In gewisser Art und Weise mischt sie sich ja damit ein. Von daher. Wie fühlt er sich denn damit? Ist er ein bisschen, dass er sich dann in die Luft sprengen soll? Oh, you know me, never the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Hm. Kann man es auch sehen. Ist Mystra immer so eine anspruchsvolle Göttin? She expects those who seek to use the weave to do so honestly. And with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Das war eines dieser mächtigen Herrscher aus einer Geschichte. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel.
and with her, the entire Weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire Weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more, an event that came to be known as Karsus's folly. In dem Moment war alle Magie dahin. For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the Weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Aber echt mal eine coole Geschichte. Können wir mal schauen, ob im Akt 2 sich hier die Dialoge ein bisschen gefangen haben, zum Beispiel von Karnach. Oh, was that Gale's granddad? Elminster Aumar, der berühmteste Magier in den Reichen. It doesn't ring a bell. But all right. Must have had something important to say to Gale if he came all this way. Good news, I hope. Dass er mal zuhören kann. Tja, ich fürchte nicht. Gale hat eine explosive Bombe in der Brust. Und Mistra hat ihn gebeten, damit das Herz der Absoluten in die Luft zu jagen. Ja, mit komischen Sachen in der Brust kennt sie sich aus. Whoa now, he's got a... Well, I guess that would explain a little, but... Mistra? I mean, this is a lot to take in. What's he going to do? Hm. Ich kann mir vorstellen, dass er es wirklich machen wird. Fuck me. There's devotion and then there's stupidity. If the god of magic can't handle this without sacrificing Gale, she's no god at all. Poor Gale. He must be in bits after hearing that. I'll distract him. Tell him I haven't read a book since secondary school. Watch his face melt off. Die Karnach ist so nett. Old Rusty? Sure. Tja, das ist leider immer noch nicht besser geworden. Was schönes Lager aber hier. Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mistra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistra is concerned only for herself. Bah. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Sondern ich dachte, dass sie ein bisschen mehr Verständnis dafür hat. Wenn jemand was verlangt, dass sie da so mehr auf Gehorsam aus sind bei den Githyanki. Weil ich glaube, Schattenherz, die hat auf jeden Fall Ahnung, wie man seiner Göttin gehorcht. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Okay. Seems like a waste of a fine mind.
Darauf kann man nicht sagen, sie redet doch die ganze Zeit davon, dass man erstmal blind glauben muss und dem vertrauen und dass die Götter mal schon wissen, was richtig ist. Fine. What's on your mind? Wenn ich es mal fragen kann, gibt es was Neues da? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Okay. Ganze Sachen in der Truhe. Genug Kram. A shame my first brush with the famed Elminster couldn't be a tad more optimistic. Listen, I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith. Not like Gale. I don't know what drives a man to consider his own death, among countless others, to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. To me, it all sounds like nonsense. The faith that matters most is that which you hold in yourself, in the ones that most matter to you. Big Bomb be damned. Gale's got everything he needs to defeat the Absolute already. Talent, nerve, and powerful allies at his side. I hope he'll come to see that. Interessant, die ganzen Meinungen der anderen davon zu hören. Erst Taryn haben wir noch nicht gesprochen. Da bin ich mal gespannt, wie der das sieht. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself... Ja, Karlach und Vodo sind irgendwie verbuggt. Deren Dialoge gehen einfach nicht weiter. Das ist natürlich ungünstig. Für mich. Da haben sie was Gemütliches angezogen. Glaube ich, nicht zwei weniger verschwenden kann. So zum Beispiel, ist ja nicht so schwer. Kann ich unser Abend erstmal selber zusammenstellen. Oh, sind auch sofort alle bereit. Für den Tag. Do you want to talk about what happened at the crash? Trust me, you'll know when I'm ready to discuss it. But if you change your mind, it is not a matter of mind. It is a matter of faith, and I have been put to the test. Was ist denn hier los? Weil tote Viecher. Verfluchten Landen. Okay. Das klingt nicht so einladend, ehrlich gesagt. Außerdem haben wir eine Aufgabe, einen Plan, den wir erstmal verfolgen wollen. Wir wollen jetzt zum Crash von Lazelle. Das ist das, was wir gerade vorhaben. Da klingen Schattenverfluchte Lande nicht gerade nach dem, was wir machen wollen.
habe ich ihn eingesammelt. Zu schnell, aber ist jetzt eh nicht so oben auf meiner Liste. Die Alchemie. Noch mehr Githyanki. So, wir könnten jetzt hier unten lang gehen. Broken. Need to find another way. Sieht ganz so aus. Da scheint es wirklich nicht weiter zu gehen. Gerade geguckt, ob irgendwas zum Rüberspringen ist, aber das ist kaputt, das haben wir eigentlich gehört. Das klang wie ein Elefant. Rückstoßmine. Okay, bisschen aufpassen hier anscheinend. Also noch mehr Minen. Ist das denn der einzige Weg? Noch da lang gehen. Bisschen vorsichtig am Rand, bitte, danke. Speichern zwischendurch mal, nicht, dass sie mitten in die Mine reinlaufen. Vielleicht die Gule da rein lotsen können. Dame Esther. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Meint sie den Tempel da hinten? Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. Brutish and rude by your wretched standards. But stupid. Chucky. Your charming companion would call it a creche. But it was built on what remained after the Githyanki slaughtered all of the monks. I'd call it a murderous training camp. Acutely observed on both counts. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Ihr wollt eins ihrer Eier kaufen. Dass sie da nicht so gut drauf reagieren, ist ja nicht so verwunderlich, oder? What? No, of course not. I was merely... Well... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their roe, so they can incubate it, and once it hatches... Raise the spawn in their tradition. Please, do enlighten me. What is this tradition? The society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. I'm sure your friend would agree. A Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a gnome is to fly. Gewalt wird gelehrt, nicht vererbt. Das, um das zu wissen, muss man kein Kind rauben. Das glaube ich auch. You've been sipping from the same goblet as the society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it.
I'm not talking to you. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Klingt gut, bin dabei. Habt ihr lohnenswerte Ausrüstung dabei? Überzeugend gut, aber ich will im Voraus bezahlt werden. Ich stimme zu, euer Vorschlag ist abstoßend und ihr müsst sterben. Kann ich einfach Nein sagen? Finde ich eine scheiß Idee. Also auch in dem. Ich mische mich da nicht ein. Klingt irgendwie komisch. Ich mische mich da nicht ein. Das heißt, ich mische mich in ihre Auseinandersetzung nicht ein. Das ist, was meiner Meinung nach am nächsten kommt von dem, was ich sagen möchte. Ich finde das nicht gut. Pity. You'd have become rather rich, had you the proper sense. Should you change your mind, you know where to find me. Das war kein Geldproblem. Da geht sich meine größte Sorge. Das klingt jetzt nicht so überzeugend. The crush must be nested in that temple. Our cure is close. Da sind die Minen. Dann lassen wir die Minen mal schön Minen sein. Eine Seilbahnrolle. Damit die Seilbahn. Gucken, ob wir stark genug sind, sonst müssen wir da mal Karlach ranlassen. Oder Lesel. Damn, completely stuck. I wonder when it was used last. Oh, sieht jetzt nicht komplett überwachsen aus oder so. Jetzt mal kurz hier umschauen, da unten. Und dann probiert das gleich Karlach nochmal. Oder Lesel. Eine von den beiden eben. Die haben mehr Kraft als meine Mira. Oh, man kann hier runterklettern. Wenn man nicht die Seilbahn fahren möchte. Aber ich fände es eh nicht so verkehrt, vielleicht nicht mit der Seilbahn da anzukommen. Weil so kann man halt sich langsam nähern, was oft Vorteile hat. Ich will trotzdem mal probieren, was passiert, wenn man das schafft. Wir werden ihn sofort aufmerksam. Kann den Weg auch da lang gehen. Vielleicht machen wir das auf dem Rückweg. Ich möchte das hier mal probieren. Karlach. Was hat die eigentlich für Handschuhe? Die sehen halt voll krass aus. Das sind aber keine Rüstungsklasse oder so. Ich habe nur geguckt, dass ich nicht irgendwas anhabe, was eigentlich nicht gut für sie ist. Ich möchte auch mal fahren, das sieht bestimmt schön aus. Alles ganz schön durcheinander hier. Mächtiges Elixier der Arkan-Kultivierung. Das Gold lassen wir mal liegen. Oder nicht alles wegnehmen, was da jemand mal platziert hat. Die Tränke braucht keiner. Müssen wir anscheinend hier so einen Bogen machen, hier lang. Sonst wären wir wahrscheinlich da den Weg runtergekommen.
Aber das haben wir uns erspart für jetzt erstmal. Wir können das später schon noch erkunden. Die Schaufel, die kann mein Dark Urge mal gebrauchen. That's enough. On your feet. Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, 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 I'm not going in there. I won't. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now! The captain is expecting you. Forward, carefully. These cultists have the creche on high alert. Kultisten? Die Frage ist jetzt wirklich, sind das denn Kultisten? Sind das einfach die, die hier gelebt haben? Findet die Gefjanki-Krippe. Liegt irgendwo im Kloster Rosenmorg versteckt. Vielleicht sollten wir uns einmal umsehen. Sind wir gerade dabei. Entdecke die Geheimnisse des Artefakts. Die Wachen am Eingang der Gefjanki-Krippe haben eine Anführerin erwähnt. Wir sollten mit den Wachen reden, um mehr darüber herauszufinden. Der Magier von Tiefers, das haben wir gerade alles gelesen hier. Und er lebt. Gefjanki-Kriegerin. Zwei Gefjanki haben einige Kultisten ins Kloster eskortiert. Und das Teufelsherz. Trifft Damon in Baldurs Tor. Wir können nur hoffen, dass Damon es in die Stadt geschafft hat und uns später helfen kann. Das wäre schön. Wenn wir einfach unser Gespräch auch mal weiterführen können. So the Githyanki are under the cultists. Could be a good thing. Hab ich da nicht richtig aufgepasst? Sind das Kultisten der Absoluten? Möglich. Rein, dass man nicht durch das Tor geht. Könnte bei Umständen ganz sinnvoll sein, uns erst ein bisschen umzusehen. What do you mean, too drunk? It's not possible. Was machen denn Kobolde hier? Gefjanki das zulassen. Das war auf jeden Fall mein Kloster von der Thunder, eigentlich, würde ich denken. Aber vielleicht schon länger verlassen und jetzt einmal von Kobolden und von den Kultisten des Absoluten oder der Absoluten. Kobold, Stufe 5 Kobold. Das sind schon ein bisschen, fühlt sich ein bisschen scheiße an. Ich will nicht, dass er mir gleich in den Rücken fällt. Ah!
no time for mercy. That kobold reeks of spirits. Das hat sich schnell rumgesprochen. Na dann. Die sind noch im Combat, also noch außerhalb des Kampfes, ne? Stopp, das wollte ich gar nicht. Wir so vorsichtig sein müssen, wahrscheinlich nicht. Das sind halt Kobolde. So können wir halt immer den Kampf schon starten. Come on, let's go. So, und Shadowheart segnet alle einmal und dann sind wir zufrieden. So, Mira. Was machen wir noch hier? Gehen wir wieder zurück. Fertig. Alle schon nach vorne gelaufen. Sind sie denn gefährlich? 17, 20, schneidende Worte, das sind 1d8 inzwischen. So, Kardach, zeig mal, was Sache ist hier. Ein Alkoholfass. Könnte man mit Feuer zum Explodieren bringen. Erstmal verhauen wir den hier. Nice, Stufenaufstieg. Dann gehen wir mal zurück. Das könnte interessant sein. Das machen wir doch mal mit Shadowheart. Ach, ich habe aber keine Aktion mehr, nur Bonusaktion. Eine Bonusaktion reicht das nicht. Hier vorne stehen. Na, ich möchte nicht zu nah an dem dran stehen, falls ich das noch machen möchte. Mit dem Fass. Haben wir nicht noch einen Angriff? Wir hätten noch einen gehabt. So, jetzt sind wir nochmal richtig an der Reihe. Wie viele Feuerpfeile haben wir denn? Oh, das hat sich mal ganz schön verbreitet. Ja, cool, nice. Die werfen auch mit Feuer, Schweine. Ich fange mal mit Laser an hier. Ja,
einfach wegschnetzelt. Ich gehe mal ein paar Meter in Sicherheit. Ich möchte mich das immer noch mal in die Luft jagen. Das lohnt schon noch. Denke ich. Die Tür brennt auch, ist aber robust. Ja, hier kann man noch warten. Ich kann die Sichtlinie mehr auf eine, oder doch? Doch. Sehr schön. Und nochmal. Zu nah an der Tür gewesen. Ja, wenn es da draußen brennt, das macht ja mehr Schaden, als wir haben wollen. Schneidende Worte. Ich will mal aus dem Feuer hier raus. Fällt mir nicht so. Sollen sie doch mal ums Eck kommen? Hi. Meinst du, das war eine gute Idee? Ich glaube nämlich nicht. Wir müssen eh warten hier. Bis das draußen nicht erbrennt. Komisch, was ich hin. Can't give up now. So, die ganzen Sachen eigentlich schön in eine Tasche, wie sich das gehört. Nein, tut er nicht. Habe ich schon fast befürchtet. Das ist ja nicht das Ideale, dann habe ich nicht so ein Inventarchaos. Sortieren mal nach Neueste und dann haben wir hier irgendwo sicherlich ein irgendwas. Ein Beutel zum Beispiel. So. Und da kommen jetzt Lagervorräte rein. Das kann man sich doch mal merken. Dass das eine gute Idee ist. Hoffentlich. Da hat sich jetzt ein Muster gemerkt. Das wollte ich nicht. Zeremonienstreitkolben. 1D6 Wucht. Das glaube ich. Selbst für Shadow Heart jetzt inzwischen was Besseres. Meint die 6 plus 3, ja. Wundere mich auch nicht, dass die Kobolde jetzt hier nicht die Mega-Items dabei haben. Aber ein bisschen Lagervorräte. Ist einer von den in dem Faster? Einer von denen in dem Fass.
Den Stufenaufstieg mache ich gleich am Ende der Folge, falls ihr euch wundert. Ich will es nicht angreifen, ich will mit ihm reden. Untersuchen. Ja, ich kann natürlich auch drauf schießen. Hoffentlich tut sie nicht allzu weh. Aber sieht es mal aus, als würde sie mit einem Feuerpfeil drauf schießen, deswegen sind wir ein bisschen vorsichtiger. Ich dachte, der wäre vielleicht so besoffen, dass er gar nichts mehr mitkriegt und dass wir was mit ihm reden können, aber. Offensichtlich nicht. On the move. Ja. Sag bloß, sind es noch mehr in diesen Fässern. Aber die muss ich jetzt nicht alle rausholen. Außer sie machen halt zu nervige Geräusche. Hier umschauen. Hier ist ein alternativer Weg vielleicht noch hier rein. Wirklich ein schönes Kloster, kann man nicht sagen. Your soul is in good hands. The traitor Kithrak takes great interest in this relic of yours, Shadowheart. Or should I say, is someone crying? What are you hiding? Nothing. I assume your kin are just as misguided as you are. Warum spricht sie von einem Verräter? Irgendwas habe ich verpasst. Was bei mir ja durchaus mal vorkommen kann. Was habe ich da verpasst? Gibt's nicht. Die anderen Gespräche finden nicht statt. Oder werden nicht. Diese zufälligen Gespräche werden nicht protokolliert. Aber Verräter. Warum ist der Kithrak ein Verräter? Ihrer Meinung nach. Wir haben irgendwas gespürt, dass er nicht zurück nach zu Flakith wollte. Dass das halt nur so ein Spruch war. Oder eine richtige Lüge. Aber das erschließt sich mir noch nicht ganz. Was stimmt nicht. Naja, zum Ende der Folge werde ich jetzt hier noch den Stufenaufstieg machen. Wenn euch das nicht so interessiert, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier nichts mehr Story-Relevantes machen. Ich mache jetzt einen Stufenaufstieg, gucke mir das alles an. Und in der nächsten Folge geht es an der Stelle weiter. Aber ich mag das mal ganz gern. Und einige von euch ja auch. Ist ja auch durchaus interessant. Wir sind jetzt Stufe 6. Gesundheit ordentlich erhöht. Es sind eine Menge Sachen passieren. Wir fangen mal oben an. Einfach Gesundheit um 7 Punkte. Das ist sehr schön. Klassenmerkmale. Wir bekommen einen Zauberplatz des dritten Grades. Wir bekommen eine neue Aktion. Bannlied. Du und deine Verbündeten innerhalb von 9 Metern sind bei Rettungswürfen gegen bezaubert oder verängstigt im Vorteil. 3 Züge. Kostenaktion. Bei Rettungswürfen gegen bezaubert oder verängstigt. Okay, müssen wir uns merken. Braucht man nicht so häufig, aber wenn das mal auftritt. Wir erhalten einen Zauber, wir erhalten 2 Zauber und wir können Zauber setzen. Warum ist das getrennt? Magische Geheimnisse. Das ist dann der Unterschied. Zauber sind einfach, wähle dir die bekannten Zauber aus der Liste unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, ja, ganz normal. Dein vielseitiges Händchen fürs Arcana lässt dich Magie aus allen Disziplinen erlernen. Ah, okay, dass ich die von anderen Sachen bekomme.
Wir gucken erstmal, was wir von den typischen Baden zaubern. Nur noch auf Platz, auf 3. Furcht, Fluch, Todstern, Hypnotismus, Pflanzenwachstum, mit Toten sprechen, stinkende Wolke. Das ist ziemlich krass eigentlich, wenn das klappt. Auf Konstitution habe ich noch mehr Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Das habe ich selber mitbekommen, als ich jetzt gegen diese Ghule gekämpft habe und da stand und nur gekotzt habe. Es hält 10 Züge lang an. Die können keine Aktion ausführen. Sein Konstitutionswurf. Das kann solche gerade gegen Caster ganz gut sein. Ist natürlich, kann ich das nur casten, wenn ich da selber nicht drin stehe. Aber 18 Meter. Sie können natürlich da rausgehen. Also sie haben halt keine Aktion. Können sich schon bewegen, sind jetzt nicht außer Gefecht gesetzt. Bewegungsrate reduziert. Das kann man natürlich ganz cool vielleicht zu einer stinkenden Wolke kombinieren. Hypnotisiere Kreaturen, die das Muster sehen können. Sie können weder Aktion ausführen noch dich angreifen. Die Frage ist, gilt das auch auf andere, die, also auf Verbündete, können mich auch sehen. Das wäre ja tendenziell nicht so gut. In so einem Tabletop kann man halt dann sagen, guck nicht hin, und dann gucken sie da vielleicht idealerweise nicht hin. Hier ist es ein bisschen schwierig oft. Wenn ich natürlich in der Backline stehe, also immer wenn sie in meine Richtung schauen, können sie nichts machen. Das heißt, wenn ich hinter meinen Leuten stehe oder das hinter meinen Leuten platziere, können sie nichts machen. Sie können praktisch nicht dahin. Das klingt schon interessant. Ich kann mal kurz bei Zauber ersetzen, nämlich schauen, was für Konzentrationszauber ich schon habe. Glyph ist kein Konzentrationszauber. Attribut verbessern ist eins und Person festhalten. Zerbersten, sondern flüstern. Die anderen Sachen sind alle keins. Will ich davon was austauschen? Nicht unbedingt. Wenn wir nichts dringendes anderes wollen. Man würde natürlich idealerweise auch, aber man hat nicht so viele Level 3 Slots. Ne? Das wäre ganz cool, wenn man das hier nochmal richtig angezeigt bekommen würde, sein Charakter. Halt auch nochmal, wie viele Slots man hat. Ah, guck, hier kriege ich noch die ganzen Sachen, die ich so bekomme. Von meinen Items zum Beispiel auch. Interessant. Fluch habe ich. Auf. Habe ich das auf Shadowheart? Fand ich jetzt nicht so überzeugend. Furcht. Dass Ziele fallen lassen, was sie halten. Sie sind dann einfach zu treffen und können sie nicht bewegen. Attribut und Angriffswürfe im Nachteil. Sie muss vor der Quelle der Furcht davonlaufen. Das ist aber Single-Target, ne? Blindheit eines Gegners ein. Das ist auch nicht schlecht. Blindheit, ehrlich gesagt. Angriffswürfe sind im Vorteil, das Ziel ist bei Angriffen im Nachteil. Gegen physische ist das schon echt gut. Krone des Wahnsinns. Eigentlich müsste ich das viel häufiger benutzen. Damit kann man halt einen in der Backline einfach jemand anders angreifen lassen. Und gegen Single Target habe ich eigentlich Person festhalten. Aber das hat nur für Humanoide. Das ist halt das. Während Krone des Wahnsinns, ach, ist auch für Humanoide. Das gilt für alle Gegner.
Die beiden Sachen gefallen mir gerade ganz gut. Krone des Wahnsinns und Blindheit. Das kann manchmal ganz gut sein, wenn ich wie eben so einen Engpass schaffe. Mit der Tür oder mit einem Gang. Fesseln, damit es sich ansieht. Teil erhitzen. Unsichtbarkeit. Klopfen. Schwache Genesung. Geisterhafte Kraft. Macht einfach 1d6 zusätzlichen Schaden pro Runde. Das kann auch manchmal ganz hilfreich sein. Ich glaube, ich nehme mal Blindheit. Magische Geheimnisse. Jetzt habe ich so lange rumgetan, jetzt muss man anders gucken. Wert hat der Vitalität. Solange die Aura besteht, kannst du Gesundheit wiederherstellen als Bonusaktion wirken, um dich wieder Verbündete zu heilen. Das ist so ein Paladin-Spell. Blitze herbeirufen. Blitze treffen alle Ziele in Reichweite. Dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, um deinen Zauberplatz nutzen zu müssen. Oh, das klingt aber krass. Das ist offensiv ganz schön gut. Weil man halt die Blitze mal wieder nutzen kann, ohne was Neues zu machen. Gerade für sie ist das eigentlich gut, weil was mache ich denn? Ich unterstütze sie mit den Badenzaubern. Und ansonsten heile ich ein bisschen und kann das als Aktion nutzen. Ich greife halt an, Single Target, aber macht man dann 3d10 Blitzschaden ohne einen Zauber dazu, 10 zu holen. Das klingt extrem krass. Gegenzauber. Bringt den Zauber einer anderen Kreatur zum Scheitern. Ist der Grad höher, muss der in Attributswurf gelingen. Reaktion. Oh, das ist auch eine geile Reaktion. Das sind mal gute Sachen. Tageslicht, Feuerball. Feuerball ist, glaube ich, gilt als einer der stärksten Spells in D&D. Zumindest auf dem Level. Er schießt eine helle Flamme aus seinen Fingern, die beim Auftreffen explodiert und alles in der Nähe einäschelt. Bei Rettungswurf, die Ziele erhalten dennoch halben Schaden. Das muss man halt konzentrieren. Das macht schon mal 50% mehr Schaden. Großer Flug, versieh dich selbst oder ein Verbündeter mit der Fähigkeit zu fliegen. Würde auch voll gut sein. Gasförmige Gestalt. Hast. Wirke Hast auf dich oder einen Verbündeten, um eine Aktion zu erhalten und schneller sowie schwieriger zu treffen sein. Gucken wir mal genau die Beschreibung. Die Kreatur hat einen Bonus von +2 auf Rüstungsklasse, das heißt Geschicklichkeitsrettungswurf im Vorteil, ihre Bewegungsrate ist verdoppelt. Und sie kann ein. Das ist auch voll gut. Das sind voll die guten Spells. Das ist auch gut gegen Zauber. Das sind extrem gute Zauber hier. Ich finde den halt auch echt gut. Wenn man damit mal mehrere Leute trifft, das ist halt, der Feuerball macht 50% mehr Schaden als Blitze herbeirufen. Aber praktisch, wenn du das 2 Runden mal nutzt, hast du schon mehr gemacht. Natürlich brennt es dann hier noch. Hast klingt auch extrem stark oder ist, glaube ich, auch echt gut. Massenheilendes Wort, Fluchbrechen, langsam. Zeit verlangsamen. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist halbiert, ihre Rüstungsklasse sowie ihre Geschicklichkeitswürfe um 2 verringert. Die Kreatur kann keine Reaktion, höchstens einen Angriff pro Zug und nur entweder eine Aktion oder eine Bonusaktion ausführen. Klingt auch nicht so schlecht. Schutzgeister. Das haben wir schon mal gehabt mit diesen Geistern in der Nähe, auch Konzentration. Vampirgriff.
Kannst du den Begriff 10 Züge lang erneut wirken und das ganze Zeit machen, aber es macht nicht viel Schaden. Kannst du damit halt ganz gut heilen. Arkanes Schloss. Ich will halt einen offensiven und einen defensiven Zauber. Hast das aber auch extrem gut. Boah. Kriege ich dann nochmal magische Geheimnisse? Gegenzauber? Das hat einmalig, verhindert einen Zauber, aber es hat eine Reaktion. Das kann gerade am Anfang des Kampfes echt gut sein. Ich finde das ziemlich stark, ich mag das. Kann man halt auch auswählen, welchen. Und dann entweder Hast, was echt nice ist, oder Feuerball oder Blitz herbeirufen. Ich pausiere mal kurz, während ich darüber meditiere. Ich habe mal nachgelesen, weil das hier halt nicht steht. Bei Feuerball und beim Blitz herbeirufen, der AOE vom Feuerball ist halt viel höher. Das ist das, was ich jetzt noch interessant finde. Und keine Konzentration. Natürlich in längeren Fights, wenn man das nochmal machen kann, kann ganz nice sein. Aber der AOE von Feuerball ist halt einfach viel besser. Das steht hier leider nicht. Das fehlt halt 18 Meter. Aber wie groß der AOE ist, das fehlt im Tooltip. Keine guten Tooltips. Also nehmen den Feuerball. Und Counterspell finde ich auch echt spannend. Das ist jetzt die Entscheidung zwischen Counterspell, Gegenzauber und Hast. Das hilft halt eigentlich immer. Und das hilft halt gegen Zauber. Das immer ist besser als nicht immer. Irgendwie gefühlt. Deswegen ist das, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Jetzt kann ich natürlich trotzdem dann nicht einen anderen Konzentrationszauber nehmen. Können Selbstverzauberung rausnehmen. Da habe ich ja die Maske, falls ich das möchte. Muss ich halt mal mitnehmen. Jetzt können wir uns hier einen aussuchen. Oh, da muss ich auch nochmal überlegen. Ach, nehme ich Furcht? Wirkungsbereich 9 Meter. Das Ziele. Das ist auch eine Sache. Was heißt denn Ziel? Das sind einfach alle Gegner. Ein Gegner. Das ist halt so ein bisschen, man kann aus den Tooltips manchmal nicht so richtig erkennen, wie der Spell funktioniert. Zuerst, ich speichere das nochmal. Jetzt kurz. Das muss einfach mal sein. Dann lernen wir auch was. Das sollte man manchmal ja probieren. Interessant finde ich halt. Notisches Muster und Furcht. Und dann können wir einmal auch die beiden Sachen angucken. Feuerball und Blitz herbeirufen. Speichern wir mal zum Spell-Testen. Jetzt haben wir ein paar Level 3 Spells. So, das hypnotische Muster. Kann ich irgendwo hincasten. Das ist, wenn wer alles betroffen ist, auch ich selber zum Beispiel. Nein, falscher Knopf. So, Karlach. Das hypnotische Muster. Muster. Wenn da jemand hinguckt. Ich gucke auch mal selber hin, wo ich hincaste. Achso, jetzt ist es natürlich auch ziemlich schnell wieder vorbei.
Wenn ich das praktisch hier hinter mich caste. Und mich dann umdrehe. Ups. Den Zug doch nicht mal beendet. Warum ist denn das immer sofort wieder weg? So, jetzt zwei Züge anhalten. Konzentrationswert. Ach, ich verliere die Konzentration, weil ich selber da hingucke, oder was? Wie soll das dann jemals funktionieren? Oder so. Dann karzt das irgendwo hin und schaut dann selber dahin. Das ist doch Schwachsinn. Und ist das immer so, dann ist es ein bisschen problematisch. Dann haben wir noch Furcht. Ah, das ist so ein Kegel, okay. Und betrifft nur Gegner. Auch sehr praktisch. Die Reichweite ist okay. Okay, das verstehe ich. Wir laden mal den letzten Quick Save. Sieht nicht so schlecht aus. Hat sie da entdeckt? Die kaputte Tür, so. So, Feuerball. Der AOE ist halt super. Und Blitze. Cast Range ist ziemlich sick. Wenn sie halt nichts zu tun hat, kann sie halt ohne einen Slot zu verwenden. Aber was mache ich denn sonst? Ich greife mit den Sachen an. Ich greife an. Ich mache... Ich heile vielleicht oder mache badische Inspiration. Aber es ist eine Bonusaktion. Das heißt, ich kann jedes, kann die ganze Zeit rumballern wie so ein Irre. Zehn Züge lang. Also, ich weiß ja nicht. Jetzt Feuerball hat halt einen wesentlich größeren AOE. Für Schutz ist halt total flexibel, deswegen ist das gut, das ist schon nice. Feuerball hat halt einen gigantischen AOE. Ich mache mal kurz einen basierten Modus, wie lange brennt denn das dann? You picked the wrong fight, friend. Ja, das kann es auch mal ganz, nicht ganz praktisch sein. Aber es brennt danach dann nicht. Okay. Lade mal den anderen Spielstand und guck nochmal, aber also ich finde jetzt Blitze herbeirufen ganz schön stark. Und kann man das nicht kombinieren? Ich lade mal kurz das Quick Cloud schon mal. Kann man das nicht mit Wasser kombinieren vom Cleric?
mal Tageslicht kurz raus. Wasser erschaffen. Das hat eine ziemlich hohe Reichweite, dann ist der AOE auch wieder besser. Chaos Wrench ist jetzt nicht so sensationell. Wie Schaden macht das denn? Drei Blitzschaden, ein D4 macht das. Ha, finde ich gar nicht verkehrt. Ich lade mal eben meine Auswahl nochmal. So, ich habe mich jetzt entschieden. Zumindest Vimira hat ein bisschen gedauert. Ach ja. Also ich nehme Furcht mit und ersetze einen Zauber. Ups, das hatte ich nicht gemerkt. Ich nehme das raus. Und nehme die stinkende Wolke. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da gute Situationen gibt. Und diese beiden Sachen hier. Den Blitz herbeirufen fand ich jetzt irgendwie so cool und hi und hast. Nehmen wir das mal. Das hat nicht lange gedauert. Super. Das gleiche jetzt mit Schattenherz. Ob es auch so kompliziert ist. Oh. Ich habe einen Platz mehr freigeschaltet und eine gültige Fokus. Dann könnte jetzt die Vorbereitung ändern. Muss ich aber gar nicht. Kann ich auch im Spiel. Das ging schnell. Kalach, was mit dir? Was kriegt mein Barbar auf Stufe 6? Ordentlich HP, Klassenmerkmale, Kampfrausschlagung, geistloser Kampfrausch. Dein Kampfrausch wird übermächtig und verhindert alle äußeren Einflüsse. Solange du rasend bist, kannst du nicht bezaubert oder verängstigt werden. Und Gefühle besänftigen, beendet dein Kampfrausch nicht mehr. Okay, wird einfach ein bisschen besser. Neues Talent verfügbar. Weißt du was, bevor ich mir das jetzt angucke, das mache ich nächstes Mal. Ich nehme Attributsverbesserung. Stärke. Zack. Keine Diskussion. Wie funktioniert das manchmal, dass man... Da kriegt man manchmal noch ein... erhöht deine Stärke oder Geschicklichkeit um 1. Ah, ich muss doch einmal gucken, glaube ich, weil ich manchmal, wenn ich dann Stärke plus 1 bekomme, mehr als 20 geht da nicht, oder? Das ist der Maximalwert. Schauspieler, nein. Guck mal ganz kurz die Liste durch. Schauspieler, nein. Was gibt es denn noch? Wachsam. Initiative plus 5 ist schon echt nicht so schlecht. Stärke oder Geschicklichkeit ist um 1 erhöht. Wenn du liegst, nee. Stürmen, Waffenangriff, nee. Armbrustexperte, nee. Defensive Duellant. Mit einer Finesse-Waffe. Gegen Nahkampfangriffe. Okay, ich kriege keine zwei Waffenkämpfe. Man kriegt einen auf die Rüstungsklasse, wenn man zwei Nahkampfwaffen führt. Gewölbeforsche. Versteckte Gegenstände. Das kann nett sein. Das ist jetzt nicht für sie, aber prinzipiell. Konstitution wird um 1 erhöht. Maximalwert 20. Bei kurzer Rast alle Trefferpunkte zurück. Achso, das ist das elementare Adept. Meisterschaft schwerer Waffen. Wenn du einen kritischen Treffer erzielst oder eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug eine weitere Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Beim Angreifen mit schweren Nahkampfwaffen, mit denen deren Umgang du gut bist, kannst du sich 10 Schaden bewirken. Allerdings mit einem Malus von -5 auf den Angriffswurf. Schwer gerüstet, schwere Rüstung. Erhöht deine Stärke um 1. Du kannst das schon Meister der schweren Rüstung. Erlittener Schaden durch nicht-magische Angriffe ist um 3 verringert.
Wir sind doch schon super tanky. Finde ich. Leicht gerüstet. Brauchen wir nicht. Glückspilz. 3 Glückspunkte ist dann wahrscheinlich pro lange Rast. Kann auch nicht so schlecht. Magiertöte. Und deine Nahkampfreiche einen Zauber wirkt. Magiernovize, Bade. Weisheit hat sie noch. Also wenn was, müssen wir was nehmen, was Weisheit hat. Also Druide oder Kleriker-Spells des ersten Grades. 2 Zauber ist ein Zauber. Ich habe genug zu tun. Leichtfüßig. Mittelmäßig gerüstet. Unterhalter. Stangenwaffenmeister belastbar. Ritualzauber. Was ist ein Ritualzauber? Wann immer du einen Waffenangriff ausführst, würfelst du 2-mal. Ha. Das klingt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Umgang mit 4 Waffen deiner Wahl. Wenn man so einen Bonus nimmt, sollte das idealerweise, außer man hat ja Geschicklichkeit noch. Ist eine ungerade Zahl eigentlich. Schwer gerüstet fand ich auch ganz interessant. Nee, Meister der schweren Rüstung, so rum. Das ist halt Stärke um 1 erhöht. Erlittener Schaden durch nicht magische Angriffe ist um 3 verringert. Was überschätze ich das? Ich muss halt gerade gucken, das Einzige, was ich jetzt schaue, dass wenn ich jetzt Stärke auf 20 gehe, und dann hier was nehme, dann wird es halt verschenkt, sondern also wenn ich eins dieser Attribute möchte, wo meine Stärke erhöht wird. Das Einzige ist eigentlich schwer gerüstet. Das skaliert aber eigentlich nicht gut mit. Das ist am Anfang gut. Je später man das im Spiel nimmt, desto schlechter skaliert das. Das Meister der schweren Rüstung. Na, das nehme ich nicht. Sachen haben alle keine Stärke, muss man kurz filtern können. Noch irgendwas war, wo man plus 1 Stärke bekommt. Schildmeister. Einen kritischen Treffer bei einem Angriffsort möglichst ein Auge weniger. Ich bin nicht auf Crit aus. Aber ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie noch auf Stärke war, außer dieser eine, was ich überlegt hatte, aber. Machen wir es jetzt so.
Ja, das hat dann ganz schön lange gedauert jetzt. Meine Herren, wie lange ich überlegt hatte. Das dauert bei mir auch mal ewig. Tja, also, falls ihr noch da seid, wer hier noch reinschaut, war interessant. Das Schwierigste war natürlich Mira mit den Zaubern. Und dann verwende ich die meiste Zeit auch nicht. Obwohl jetzt schon, die Level 3 Spells, die sind schon stark, ehrlich gesagt. Das kann ich in einem Kampf halt 10 Runden lang machen. Furcht ist ein guter AOE. Stinkende Wolke in so kleinen Räumen kann das durchaus mal spannend sein. Also werde ich demnächst mal ausprobieren. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Runde erkunden wir weiter hier das Kloster. Bis dann, ciao.